Guten Tag, Luise. Guten Tag, Hans. Tja, ich bin nun gekommen. Ja. Wollen wir nicht ins Haus gehen? Oh nein, bitte. Bleiben wir doch hier. Ich habe da drin noch ein wenig Angst. Vor Hausfriedensbruch. Wollen wir nicht dahin? Ja. Ich habe da eben schon ein paar Geschichten erzählt. Ach ja. Imke kannte sie ja noch nicht. Oh. Sind einige dabei, die auch du noch nicht kennst. Tja. Also, ich bin nun so weit, dass ich kommen durfte. Wenn du mich nach allem, was ich dir angetan habe, noch magst. Leider fange ich erst heute an, es zu begreifen. Aber wenn du mich nach allem noch magst, dann bin ich gekommen, um dich und die Kinder mitzunehmen. Ich erwarte nicht, dass du mir gleich etwas sagst. Du sollst überhaupt sehr darüber nachdenken, was du mir antworten willst, Luise. Tja, ich brauche gar nicht darüber nachzudenken. Natürlich gehe ich gern mit dir, wenn ich fertig bin, aber jetzt kann ich noch nicht. Ich habe es dir nicht geschrieben. Ich studiere nämlich Medizin. Ich habe mein Physikum und brauche noch 3 Jahre. Studieren? Aber wie kommst du denn darauf, Luise? Tja, wie komme ich darauf? Ich habe Kinder bekommen, als ich vielleicht noch ein wenig jung dafür war. Und als ich erwachsen genug war und zum Kinderkriegen genug Verstand hatte, da stellte ich fest, dass ich die Kinder schon hatte. Nur mich hatte ich noch nicht und dazu hätte ich so notwendig einen Partner gebraucht. Das solltest du sein, Karl, wo du warst weg. Und um mein Alleinsein zu vergessen und weil sich ja der Verstand auch an irgendwas orientieren muss, habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Das Studium war zwar ein etwas unechter Partner für mich, aber ein Partner, immerhin. Na ja. Aber diesen unechten Partner, den brauchst du doch jetzt nicht mehr. Doch, doch, den brauche ich. Er hat nämlich etwas dir voraus. Er ist nicht so unbeständig wie du. Sieh mal, Karl, wenn es sich um deine Belange handelt, dann gehst du doch auch immer aufs Ganze. Und setzt alles aufs Spiel, mich eingeschlossen, nicht? Du willst dich also mit einem Doktortitel verheiraten? Nein, mit deiner Aufgabe. Aber doch, immerhin mit einer sehr sterilen. Ich habe immer geglaubt und mir eingebildet, eine reizvollere Aufgabe für dich zu sein. Tja, das habe ich mir auch mal eingebildet. Mutti, schläfst du schon? Nanu, warum schläfst du denn nicht? Kann ich schlafen. Na, dann komm mal her. Na, was drückt dich denn? Hast du was angestellt? Nein? Eine Fensterscheibe zerschlagen? Auch nicht? Mutti, bleibt Vati jetzt immer hier? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Gute Nacht, Jürgen. Ja. Tut mir leid, Karl, dass du hier so... Oh. Mach dir nur keinen Kummer, Luise. Nein. Nein, nein, aber du musst mich verstehen. Das zweite Bett in meinem Zimmer, das war so... Das machte die Sache nur noch schlimmer. Ich verstehe es, ja. Wo hast du es denn gelassen? Weißt du, eine Studienkollegin von mir, die hier in Posen ihr Praktikum macht und die nicht sehr viel Geld hat, richtete sich ein Zimmer ein und ich habe ihr ein bisschen geholfen. Und da hast du ihr mit meinem Bett ausgeholfen. Das hier hat ihr wohl nicht gefallen, hm? Nein, du willst nicht. Doch. Ich verstehe dich schon.
Es war mein Rausschmiss. Den hattest du wohl notwendig. Sag mal, glaubst du, dass es sich sehr an das Bett gewöhnt hat, oder würde sie es mir wiedergeben?